Seid gegrüßt alle miteinander und herzlich willkommen zur 384. Folge vom Let's Play auf die Frage Onibus Simulator mit mir, auch Jürgen Wieser. Wir sind zurück von der Themenwoche auf der Karte Griff gerade in der Mission V3. Ich fahre mal die ganzen Regionlinien. Wir fangen an mit der Linie 837. Sie führt uns von Kaltenfeld Hauptbahnhof nach Griffrad Hauptbahnhof. Fahrzeit dauert ungefähr zwischen 20 bis 25 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Neoplan N4016 Zweitürer ZF. Wir fahren in einem weißen Repaint. Ja, das Wetter ist Stuttgart, es regnet, wir fahren auch direkt los. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Schon hat der Regen aufgehört. Nächste Haltestelle, Kardinalstraße. Plus 1,4. Ich glaube, den nach dem Fahrplan schauen. Was im Spiel 37. Können wir schon den Fahrplan neu starten? Ah, da hat er wohl einen Fehler gemacht, der Fahrplan. Ist wieder typisch. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich von der Linie 837. Sie führt uns von Kaltenfeld Hauptbahnhof nach Griffrad Hauptbahnhof. Mein Name ist Jürgen Rieser, ich bin heute Ihr geschätzter Busfahrer und lässt Sie sicher und vor allem samt durch das schöne Griffrad begleiten. Guten Tag. Guten Tag. Falls Sie irgendwelche Fragen und Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit mit nach vorne kommen. Deswegen steht uns Busfahrer auch jederzeit zur Verfügung. Aber bitte lassen Sie sich nicht von unnötigen Fragen. Dankeschön. Hi. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, ich hoffe, euch allen da draußen geht's allen gut. Mir geht's auch dementsprechend gut, kann mich nicht beklagen. Wir stehen aktuell bei 349 Abonnenten und bei einer Aufrufzahl von knapp über 118.200. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür für euren ganzen kostenlosen Support in den knapp 2 Jahren, seitdem ich mit YouTube angefangen habe. Entweder in dieser oder in der nächsten Woche ist es soweit, dann wird mein YouTube-Kanal 2 Jahre alt.
Vielleicht mache ich dazu auch ein Special, aber mal schauen. Hallo. Hi. Einmal Schüler, bitte. Einmal Schüler. Danke. Bitte. Ja, gestern habe ich für euch den zweiten Teil von meinem Kegeltraining hochgeladen. Ich habe es ja auch in dem Kegelvideo erzählt. Hallo. Leider habe ich da leider 30 Holz zu wenig gespielt für den Rekord. Ist es irgendwie immer so, wenn ich Ding mache, beim 200er Wurfmodus mich aufnehme, dass ich dann so nah an meinen Rekord komme, aber sie nicht brechen kann. Was auch echt echt komisch ist, aber ihr wisst ja, man kann ja nicht immer so gut sein. Guten Tag. Hallo. Ja, am diesen Samstag kann man Doppelspieltag. Das heißt zuerst morgens/vormittags ist Betriebssport. Sind wir ja 100 Kugeln ohne und 1 zu spielen. Und dann um 14.30 Uhr. Haben wir dann unser Heimspiel gegen TV Unterlengingen. Wenn ihr fragt, wo der Ort ist, ist es auf der Schwäbischen Alb. Der Kegelbahn liegt oben auf dem Berg, der war früher ein Hagelunwetter gewesen, dann ist die Kegelbahn dadurch kaputt gegangen und dann mussten sie auch wieder reparieren und in Stand setzen, aber seit ein paar Jahren sieht sie echt wirklich sehr schön aus. Es wird dann ein langer Tag dann am Samstag. Aber ihr werdet ja immer benachrichtigt, wenn ihr bei mir auf Discord, auf Ding schaut, bei Instagram in meiner Story, da
Da könnt ihr immer nachschauen, wo ich gerade bin zu dieser Zeit. Wandthalstraße. Nächste Haltestelle, Wandthalstraße. Genau. Aber ich kann es nicht laufen, dass mir noch nur noch ein Abonnent fehlt, oder Abonnentin. Bis zu meinem Jahresziel von 350 Abonnenten. Und wenn wir die 350 Abonnenten voll machen in dieser Woche, dann wird das Jahresziel von mir erhöht auf 400 Abonnenten für dieses Jahr. Das Jahr ist ja noch circa 45 Tage alt, Leute. Falls ihr euch fragt, wie ich die Haltestellen weiterschalten tue, ich tue das Kupplungspedal antippen und dann kann man die Haltestellen auch so weiterschalten, wenn die Busse keine automatische Haltestellen-Weiterschaltung haben, was es geht nur mit denen, wo auch das G27 haben, also mit Kupplungspedal und gar nicht. Ja.
läuft er da noch rum? Ja, der läuft nicht da rum. Okay. Ist auch so gut versteckt, die Haltestelle, ne? Die habe ich jetzt gar nicht sehen können, ne? Wir haben halt 2,5 Minuten Verfrühung, das spulen wir vor. Dann ist ein Abbiegen, ne? Ja. Ups. Jetzt haben wir auf die Autobahn. Ordentlich gehalten. Der Bus schafft nicht mehr als knapp über 80. Okay. Eigentlich, ne? Kann man auch machen. Oder KI-Verkehr vor dem Start.
Hallo. Morgen. Morgen. Hä? Warum haben wir denn jetzt 3 Minuten Verspätung? Nochmal einen Fahrplan abbrechen. Morgen. Morgen. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Einmal bitte. Einmal. Jo, danke. Bitte. Hier kommt auch die Verfrühung, können wir auch vorspulen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Tag. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Erzweg. Hallo. Hallo. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen.
Also meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, dabei sein und fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne mal ein kostenloses Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst auch gerne auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne Fragen oder Wünsche gerne mich in die Kommentare. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann fahren wir die Linie 838. Mal schauen, mit welchem Bus ich dann fahren werde. Und ja, das war unser Bus, unser Neoplan N4016, Zweitürer ZF, in dem weißen Repaint. Und schaut auch gerne auf Instagram und auf Discord vorbei. Links dazu findet ihr wie immer in der Kanalinfo. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut, bleibt gesund, bordgemisst. Und bis zum nächsten Mal. Euer Julian Rieser. Tschüss.